Heute geht's um Weihnachten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom FAU-Vlog. Als ich früher in der Grundschule Weihnachtsgedichte schreiben sollte oder musste, da waren die Wörter, die mir meine Grundschullehrerin eingetrichtert hat, immer so Besinnlichkeit, Ruhe, Adventszeit, leise rieselt der Schnee, bla bla bla. Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass es vor allem irgendwie stressig und Konsum ist und keine Sorge, ich will in diesem Video nicht großartig die Moralkeule schwingen, sondern einfach nur so ein paar kleine Ideen dafür geben, wie man Weihnachten vielleicht ein bisschen langsamer und vor allem ein bisschen nachhaltiger gestalten kann. Für die meisten Menschen, die Weihnachten feiern, gehört ein Weihnachtsbaum auf jeden Fall dazu und das kann ich auch total nachvollziehen, weil der Geruch von Tannennadeln, wenn man ins Wohnzimmer reinkommt, ist einfach unbeschreiblich schön und das kann ich auch total verstehen, dass man das nicht missen möchte. Trotzdem ist es so, dass die meisten Tannenbäume, die man hier kaufen kann, aus riesigen Monokulturen stammen, die Wildchen den Lebensraum nehmen, wo mit Pestiziden und Herbiziden rumgesprüht wird und die vor allem den Boden kaputt machen, weil es eben Monokulturen sind. Und deswegen gibt es so ein paar Alternativen, wie man seinen Weihnachtsbaum ein bisschen nachhaltiger gestalten kann. Ich bin neulich über eine Website gestoßen, die heißt keinachtsbaum.de und wenn ihr vielleicht früher Patterson und Findus gelesen habt, dann sollte euch das Konzept bekannt vorkommen. Es geht quasi darum, dass man so einen Stamm in der Mitte hat, an dem man in Löcher an der Seite Tannenzweige oder auch einfach nur Stöcke, die man dann dekorieren kann, reinstecken kann und somit quasi einen nachhaltigeren Weihnachtsbaum selber bastelt. Finde ich eine ganz süße Idee, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist aber natürlich nicht der einzige alternative Weihnachtsbaum, sondern wenn ihr mal auf Pinterest guckt, dann werdet ihr damit sowieso zugeballert ohne Ende. Es gibt so viele Ideen, wie man Weihnachtsbäume anders kreativ umsetzen kann. Zum Beispiel meine Mitbewohnerin hat diesen Kollegen hier gezaubert. Ups. Das ist einfach aus Holz gesägt, so ein Holzrahmen und dazwischen mit Lichterkette und Christbaumkugeln dekoriert und ich finde das total putzig und es gibt unserer Wohnung gerade auf jeden Fall total die schönen Weihnachtsvibes und er ist auf jeden Fall wiederverwendbar für nächstes Jahr, weil er natürlich nicht vertrocknet. Wenn ihr trotzdem absolut nicht auf einen echten Nadelbaum verzichten wollt, dann könnt ihr euch ja zum Beispiel überlegen, ob ihr einen Tannenbaum oder eine Fichte oder so im Topf besorgt, die man danach einpflanzen oder zum Einpflanzen weiterverschenken kann. Oder wenn ihr einfach einen ganz klassischen Tannenbaum wollt, den ihr in euren Tannenbaumständer stellen könnt, könnt ihr zumindest darauf achten, dass der das FSC-Siegel hat. Das heißt, dass der nicht aus einer Monokultur kommt, sondern aus nachhaltigerer Waldwirtschaft. Ohne Geschenke. Und da ist mein erster Tipp tatsächlich super basic und zwar kommuniziert drüber, was ihr schenken sollt und geschenkt bekommen möchtet. Ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass ich zum Beispiel von Verwandtschaft Geschenke bekommen habe, die ich gar nicht wirklich gebraucht habe oder nicht wirklich gewollt habe und damit dann im Endeffekt nichts anzufangen wusste und dann standen die in der Ecke und sind da einfach nur verstaubt. Und das finde ich persönlich super schade und deswegen ist der erste Tipp wirklich super basic. Fragt Leute, was sie sich wünschen, was ihr schenken sollt und sagt, was ihr geschenkt bekommen möchtet, damit im Endeffekt nichts rumsteht, was eigentlich nicht gebraucht wird. Wenn ihr allerdings so Spezialisten in eurem Familien- und Freundeskreis habt, die sagen, ich wünsche mir nichts oder ich weiß nicht, was ich mir wünschen soll und ihr ihnen trotzdem eine kleine Freude machen wollt, dann könnt ihr ja mal überlegen, ob es dafür vielleicht eine nachhaltigere Alternative gibt. Und mein erster Tipp dafür ist Secondhand-Läden. Ich habe tatsächlich entgegen dem Klischee, dass es irgendwie gebraucht und alt ist, noch nie das Feedback über ein Secondhand-Geschenk bekommen, dass es irgendwie ranzig oder alt oder verstaubt oder so wäre, sondern sowohl für Erwachsene als auch für Kinder habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich die Leute trotzdem wahnsinnig drüber freuen, weil es ja auch irgendwie ein Stück ist, was schon ein bisschen Geschichte irgendwie mit sich bringt und es da wirklich schöne Sachen gibt, nicht nur Klamotten, sondern auch alles mögliche andere. Da müsst ihr einfach mal schauen, was gerade im Sortiment von einem Secondhand-Laden so da ist. Natürlich gibt es beispielsweise auch die App Vinted oder ganz klassisch eBay Kleinanzeigen, wo man spezifischer nach Sachen suchen kann und meistens auch fündig wird. Und meiner Erfahrung nach sind die Dinge keinenfalls irgendwie abgeranzt und schlecht, sondern meistens genauso gut, als hätte ich es jetzt neu gekauft und in den meisten Fällen auch noch günstiger, was einem Studiengeldbeutel auch nicht schlecht tut. Wenn ihr aber trotzdem unbedingt sagt, nee, ich will was Neues, ich will irgendwas, was die Person aus der Originalverpackung noch auspacken kann, dann könnt ihr euch überlegen, ob es vielleicht eine Idee wäre, was Nachhaltiges zu verschenken. Da könnt ihr einfach mal zum Beispiel in euren nächsten Unverpacktladen gehen, um zu schauen, ob es da vielleicht irgendwas gibt. Es gibt auch Websites wie zum Beispiel den Avocado Store, wo nachhaltige Klamotten verkauft werden. Dass ihr einfach schaut, dass das, was ihr verschenkt, auch wirklich, Substanz und Nachhaltigkeit mit sich bringt, dass es der Person lange hält und vielleicht auch noch nachhaltige Zwecke unterstützt.
Und noch ein letzter Punkt gegen das Innenstadtsterben. Es ist natürlich wahnsinnig verlockend, Sachen einfach im Internet zu bestellen. Es ist super bequem, man muss sich nicht großartig drum kümmern und im Endeffekt kommt es wahrscheinlich auch schon in einer Geschenkverpackung. Aber jetzt gerade auch, wo die Weihnachtsmärkte nicht stattfinden können, lohnt es sich auch einfach mal einen kleinen Stadtbummel zu machen und sich ein bisschen den Einzelhandel anzugucken und die kleinen Läden, die es da gibt, weil da wird man ganz oft auch fündig und unterstützt die kleinen Händler. Wenn ihr jetzt euer ideales Geschenk gefunden habt, dann geht's natürlich ans Einpacken und da gleich 20 rote Sirenen. Ich weiß, buntes Geschenkpapier sieht super schön aus und ich bin auch leider ein Verpackungsopfer, das sehr schnell große Augen bekommt, wenn das Papier glitzert und schöne Formen drauf gedruckt sind. Allerdings ist das Ganze nicht wirklich nachhaltig, weil man meistens mit Papier zu tun hat, das mit Metallen bedampft ist, bedruckt ist und deswegen auf keinen Fall in den Papiermüll gehört, sondern eher in den Restmüll und deswegen auch dann dementsprechend entsorgt werden muss und nicht recycelt werden kann. Aber auch da gibt es ein paar Alternativen. Wenn ihr nicht auf wirkliches Papier verzichten wollt, das gleichmäßig ist und mit dem ihr eure Geschenke gleichmäßig einpacken könnt, dann könnt ihr zum Beispiel auf braunes Packpapier umsteigen. Das kann man zumindest dann im Papiermüll entsorgen und das kann recycelt werden. Ansonsten, eine ganz beliebte Alternative ist zum Beispiel Zeitungspapier und ich finde das gerade, wenn man dann noch einen Tannenzweig ranpinnt und eine kleine Christbaumkugel oder so, eigentlich eine echt süße Idee. Vielleicht könnt ihr auch mal schauen, ob ihr noch alte Zeitschriften, Magazine und so weiter rumliegen habt und da vielleicht Poster oder so ausschneiden könnt. Und ich glaube, wenn mir jemand so ein Geschenk in so einem alten Justin Bieber Poster aus der Bravo verpacken würde, fände ich schon sehr cool. Kommen wir zum letzten Punkt und zwar Essen. In vielen Familien gehört ein großes Weihnachtsessen einfach zur Tradition dazu, am besten mit Gänsebraten, Knödel und Rotkohl. Und das kann ich auch total verstehen. Selbst wenn ich versuche, mich so fleischlos wie möglich zu ernähren, habe ich bisher an Weihnachten immer eine Ausnahme gemacht. Einfach, weil es mir gut geschmeckt hat und weil ich das Familienessen so schön fand. Und auch, weil ich mich einfach nicht an so einen veganen Braten rangetraut habe. Ich habe dafür immer Rezepte gesehen und dachte mir so, will ich was, was aus Kidneybohnen und Walnüssen besteht? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe gedacht, dieses Jahr ist es soweit und ich nehme euch jetzt einfach mal mit und probiere aus, so einen veganen Braten zu machen und mal zu schauen, wie der so schmeckt. So, ich habe da mal was vorbereitet. Das Ganze hält sich jetzt zutatenmäßig ziemlich in Grenzen. So, die Basis bilden auf jeden Fall Bohnen, also Kidneybohnen und Kichererbsen und Mais. Das ist jeweils eine Dose da drin. Und in die Mitte kommen ein paar Süßkartoffeln und damit fangen wir auch an. Die müssen jetzt nämlich erstmal weich gekocht werden. Das Bohnengemisch an sich schmeckt ja nicht wirklich nach was, deswegen kommt es jetzt erstmal in den Mixer und zwar mit so ein bisschen Sojasauce und Ahornsirup. Und außerdem gibt es da hinten noch Salz, Pfeffer, Knoblauch und Rauchpaprika. Eigentlich kommt da Raucharoma rein, das habe ich aber nicht gefunden, deswegen nehme ich jetzt das. Das wird, denke ich mal, genauso gut schmecken. Also auch wenn das jetzt so ein bisschen matschig aussieht, ich habe es gerade mal probiert und es schmeckt echt ziemlich lecker. Damit es jetzt aber irgendwie formbar wird, brauchen wir noch so ein Bindemittel und deswegen gibt es jetzt hier Kichererbsenmehl rein und dann schauen wir mal, ob wir daraus einen Braten formen können. Ich habe das Ganze jetzt in eine ofenfeste Form gepackt und es ist ziemlich klebrig, aber ich glaube, das soll so und da rein kommen jetzt noch die fertig gekochten und pürierten Süßkartoffeln. Okay, und jetzt geht's ans zu einem Bratenformen. Ich werde mir jetzt mal die Finger nass machen und das versuchen. Wünsche mir Glück, bin mal gespannt. Ja, hätte schlimmer laufen können. So, der backt jetzt vor sich hin und währenddessen mache ich mich jetzt noch an der vegane Bratensoße. Dafür werden erstmal Karotten, ein Lauch und eine rote Zwiebel angebraten. Ein bisschen Zucker, Tomatenmark und mit Rotwein ablöschen. Ich habe da jetzt noch 750 Milliliter Gemüsebrühe drauf gekippt und jetzt kommen auch schon Gewürze und zwar Salz, Pfeffer, Knoblauch und zwei Stänkchen Rosmarin und zwei Lorbeerblätter. So, jetzt muss das Ganze eigentlich nur noch vor sich hin köcheln. Genau, und danach kann man die Stücke rausnehmen, das heißt das Ganze durch ein Sieb geben und dann hat man eigentlich auch schon eine fertige Bratensoße. Wenn man will, kann man das auch pürieren, dann ist das Gemüse mit drin und die Soße ist so ein bisschen dicker. Ich mag es persönlich aber lieber, wenn man das rausnimmt und wenn man die Soße noch ein bisschen andicken lassen möchte, dann kann man auch noch so einen Löffel Mehl reingeben und das Ganze nochmal aufkochen lassen, dann wird die auch so ein bisschen zähflüssiger. Also so sieht das Ganze jetzt im Endeffekt aus und wie es schmeckt, ja, finden wir jetzt raus. Also es hat den Taste-Test auf jeden Fall bestanden. Ich würde vielleicht ein bisschen weniger Salz oder Sojasauce oder Gemüsebrühe nächstes Mal ranmachen, weil es schon sehr würzig ist. Aber es schmeckt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Oder was sagst du, Mama? Köstlich, wirklich.
Ich freue mich natürlich, wenn ich euch mit dem Video so ein, zwei kleine Inspirationen mitgeben konnte, das Weihnachtsfest nachhaltiger zu gestalten. Aber vor allem wünsche ich euch, dass ihr über die Feiertage ein bisschen Zeit abbekommt, zur Ruhe zu kommen und Zeit mit euren Liebsten zu verbringen. Ich wünsche euch in diesem Sinne frohe Weihnachten, falls ihr es feiert. Ansonsten einfach eine gute Zeit und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Macht's gut!